Moin, liebe Märchenfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist natürlich immer noch Kenny und ich begrüße euch hier in der nächsten Episode von Kingdom Come Deliverance. Hier an diesem wunderschönen Sonnenaufgang morgens bei der Mühle auf der Suche nach Timmy. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob dieser Timmy sich hier irgendwo rumtreibt und wenn ja, wovon ihm was Interessantes erfahren können. Schauen wir doch mal, wen oder was wir hier so antreffen. Aber ich würde fast behaupten, dass wir ein bisschen früh sind, wa? Wenn ich dazu sehe. Guck mal kurz auf der Map, was die Schlaus sagt. Kundige dich bei der Windmühle nach Timmy. Okay, also wir sollen uns hier erstmal erkundigen. Dafür müssten wir erstmal jemanden finden. Hallo? Ist hier jemand schon wach? Und unterwegs? Ah, da läuft einer. Das sieht doch ganz gut aus. Dann quatschen wir den nochmal voll. Und wollen nochmal hören, was der uns zu erzählen hat. Guten Tag, wie kann ich helfen? Guten Tag, ich suche Timmy. Kennst du Timmy? Er ist ein Mordskerl und... Holzkopf? Ja, der arbeitet hier. Oder hat das mal? Das weiß ich. Ist vor ein paar Tagen verschwunden. Seitdem hat ihn wohl keiner mehr gesehen. Aber frag mal seine Schwester Mirka. Sie arbeitet auch hier. Okay. Also quatschen wir wohl mit Mirka. Ja, danke. Das... Ja, jetzt auch noch einer auf einmal am Zaun. Mirka. Sprich mit Mirka. B. Okay, er wird uns schon auf der Map markiert. Das ist doch fein. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die Mirka finden können. Mirka. Ist die da? Die da fegt? Das sieht fast so aus, wa? Na Mensch, das war ja einfach. Na denn. Ronner vom Gaul. Ran an die Frau. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Aber die anderen kennen ihn. Aha. Die will mich wohl veräppeln. Aber gut. Herr Hanusch schickt mich. Mal gucken. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier. Herr Hanusch? Gütiger Gott. Das muss was Ernstes sein. Na schön. Aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Aha. Guck mal. Wir uns hinter der Mühle. Jetzt rennt sie weg und hängt da fest, oder wird das heute noch was? Du hättest auch die Treppen nehmen können, also hätte genauso funktioniert. Aber die Mühle ist da. Warum geht sie da jetzt rein? Jetzt ist sie weg. Jetzt kommt sie wieder raus, okay. Aha, musste erst den Besen wegbringen, das war jetzt so wichtig. Verdammte Hacke. Wie ich sowas liebe, ne? Wenn man warten muss, bis die NPCs dann mal so weit sind. Hätte das Pferd auch noch im Weg. Ah, aber sie kann drumherum manövrieren. Na, Gott sei Dank. Also, sowas hasse ich ja, ne? So Quests, wo man NPCs hinterher laufen muss und die kommen nicht aus dem Quark. Oh, das ist ja richtig nervig, ätzend, sowas. Habt ihr sowas schon mal erlebt in anderen Spielen? Mir fällt jetzt gerade keins ein. Aber wenn euch eins einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber, ja, das sind echt so... Mission manchmal des Todes oder beschützen oder so. Deswegen verstehe ich die Leute auch nicht, die Resident Evil 4 so feiern. Ne? Also das wäre für mich so... Nee, das muss ich nicht haben. Aber egal, reden wir jetzt erstmal mit Mirka. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Ja, das weiß ich ja schon. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Oha. Ja, da gibt's jetzt gleich schon wieder Stress. Na, klasse. 4. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja kein Stich. Hab ich da irgendwie rausgeredet? Na, mal gucken. Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Wem suchst du? Und nach wem suchst du?
Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Interessant. Ich suche auch nach einem großen Ochsen namens Timmy. Na bitte, was für ein Zufall. Könnte es derselbe Kerl sein, frage ich mich. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Weiß nicht, wo er steckt. Auch damit niemals durch. Ach, was mache ich denn, Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Groschen klingt gut. Na gut, ich sage euch, wo ihr steckt. Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? 2 Dutzend kriegst du, nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Abgemacht. Oh, 225 Groschen. Ja, er ist in Rattay, komm, wir versuchen ihm mal die Hucke voll zu lügen. Er soll sich in Rattay verstecken. Ach ja? Wo in Rattay? Ich weiß nicht. Das wirst du selbst rausfinden müssen. Klingt nach einem Haufen Scheiße. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden und spuck's aus. Ich weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen. Du glaubst, du kommst damit durch? Mein Geld nehmen und dann schweigen? Wo zum Teufel steckt er? Ich weiß doch nicht, wo er ist. Ich hab's dir doch schon gesagt. Aber ich werde ihm jetzt auch nicht die Wahrheit verraten. Na dann. Du weißt nicht, wann's genug ist, oder? Auf für den Kampf. Wenn man die Oberhand hat, tut man, was einem passt. Wohl wahr. Bloß hast du nicht die Oberhand. Was haben wir denn da? Zeit am falschen Ort. Mehr hast du nicht drauf. Hallo. Ja, zeig, was du drauf hast. Komm her. Scheißdreck. Oha, Jeho. Oh Gott, ich werde hier richtig abgeschnitzelt. Hau dich doch! Hast du eine Knie bekommen, was? Wie soll ich das denn machen? Nun klappte dich an! Wenn er mal sein verdammtes Schild hochnehmen würde, ne? So, rauf aufs Pferd und weg. Zack. Ja. So, könnt ihr mich mal gerne haben. Weg bin ich nämlich. Über alle Berge. Ihr kriegt mich niemals lebend. Okay. Heide Röslein, das war jetzt eine enge Nummer. Akkus. Toll, voll gelitten. Richtig gelitten hier bei dem Kampf. Naja, so, okay. Wir sind dem Kampf zumindest entkommen. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen unsere Wunden versorgen. Und immerhin haben wir denen nicht gesagt, wo Timmy sich aufhält. Das ist auch schon mal was wert. Mal gucken, haben wir noch einen Verband mit irgendwie? Damit wir unsere... Okay, ich brauche keinen Verband, sagt er. Damit wir unsere Wunden so ein bisschen besorgen können. Was sind wir denn hier? Entdeckt Bildstock. Wo war der denn? Kann man ja hier nichts unentdeckt lassen. Ist das hier der Bildstock? Scheint ja so. Dann müssen wir nochmal absteigen hier vom Gaul. Ja, das ist er. Sehr gut. Okay, hat zumindest geklappt, dass wir da noch abhauen konnten. Das war ja wenigstens was. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, Thallenberg ist hier. Guck mal, hat Thallenberg nicht auch irgendwo ein Badehaus? Die haben doch bestimmt auch ein Badehaus irgendwo. Guck mal, das sieht doch nach Badehaus aus hier. Da setzen wir uns mal direkt einen Marker ab ins Badehaus, unsere Wunden versorgen lassen. Und dann suchen wir weiter nach Timmy. Wo der sich auch immer verstecken mag. Hey, warte einen Moment. Was ist?
Tja, quatsch mich hier von der Seite voll und dann sagt er wieder nichts, ne? Vogel. Amigo, jetzt steige ich aber ab. Was ist? Was willst du? Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Scarlet Sun kam, nicht wahr? So ist es. Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Dann viel Glück. Aha. Ja, da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber erstmal müssen wir jetzt unsere Wunden versorgen lassen. Ach, Sühnerkreuzer, meine Güte. Und wieder runter vom Gaul. Hoch und runter. Naja, so kann man auch ein bisschen Sport machen. So, nu aber nochmal rauf. Zack. Hier musst du gegen mein... Digga, ich stehe hier. Also wirklich. Manche da. Da fragst du dich echt, was die in der Schule hatten. Ah, naja gut, ich vergaß. Im Mittelalter, Schule. Naja gut, sei dahingestellt. Hier irgendwo muss doch jetzt bald das Badehaus kommen, oder? Dürfte doch nicht mehr allzu weit weg sein. Ja, das sieht doch nach Badehaus aus hier. Da können wir doch unsere Wunden versorgen lassen. Ja, moinsen. Zack. Wer ist denn hier die Chefin? Stimmt, die da steht und nichts macht. Das sieht so nach Chef aus. Ja, Badinhaberin. Guten Morgen. Ja, moin. Sanfte Grüße. Ich möchte etwas bestellen. Aha. Und was darf sein? Aha. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Ich brauche Heilung, ein Bad und saubere Kleidung. Das klingt vernünftig, das machen wir. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Natürlich, aber zuerst das Geld. Komm, da können wir bestimmt noch ein bisschen... Teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Wie viel würde ich zahlen? Also, mir geht gar nichts, aber darauf lässt die sich ja bestimmt nicht ein. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Na? Fast. Wie verstimmt haben wir dich denn? Mal gucken. 28... Boah, Mädchen, komm. 26,5. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich. Bitte. Dann viel Glück. Ach, guck mal. Dauert 6 Stunden, die Behandlung. Naja, gut. Aber dann schaffen wir auf jeden Fall an diesem Tag noch zur Herrin Stefanie. Dann gucken wir da gleich mal vorbei, bevor wir da wieder die Hälfte vergessen. Das wäre ja sonst auch wieder ein bisschen blöd, wie man so schön sagt. Sehr schön. So. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so genauer drüber nachdenke, diesen Kampf haben wir eigentlich das Beste draus gemacht, ne? Wir haben dem noch 200 Groschen abgenommen, sind abgehauen und haben keine Informationen preisgegeben. Also optimal hätte es eigentlich nicht laufen können. Gut, wir hätten den natürlich versuchen können, alle den Arsch aufzureißen, aber gut, dafür bin ich einfach kampfmäßig zu schlecht. Noch. Was nicht ist, kann ja noch werden. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch unsere Energie wieder. Und dann wollen wir doch hier mal nach Thalmberg reinreiten, in die Burg. Dort, wo alles seinen Anfang nahm, mehr oder minder. Kommen wir durch? Ja, moini, grüß euch. Was geht ab? So, zack. Dann wollen wir doch mal schauen. Herrin Stefanie. Die sitzt da sogar gerade rum. Na, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Dann grüß dich, Mädchen. Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Du wolltest doch mit mir sprechen. Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Oh. Na komm, es wäre mir eine Ehre. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Oh Gott, das ist ja so eine richtige, einfach quer über die Map gereihte Quest. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir,
Ich weiß, wovon ich rede. Aha. Und bitte, das sollte ausreichen. 125 Groschen. Aha, okay. Was ist mit dem Diadem? Was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben. Aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hole es ab. Aha. Fein haben wir noch schon nachgefragt. Ist das nicht ausgegraut? Ne, irgendwie nicht. Komisch. Du sagtest, ein Pferd aus Uschätze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Ah, ja. Ich werde alles erledigen. Wein, na denn. Ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Lebe wohl. Ah ja, ich guck mal kurz auf die Map, wo das denn alles ist. Uschitze wäre ja relativ dicht dran. Hier, Gaul abholen wahrscheinlich, ne? Ja, das wäre ja nicht das Problem. Was haben wir denn noch? Diadem, Sasau. Also hier muss irgendwo Sasau sein. Das haben wir noch nicht mal entdeckt. Und Ratei würden wir auch noch hinkriegen. Ja, okay. Und Timmy, wo ist der jetzt? Der ist da drüben bei Merhojet. Ach Mensch, Leute. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal weiter um Timmy. Erstmal Timmy, dann gucken wir weiter. So, eins zur Zeit. Also, wir machen hier mal eine Schnellreise rüber. Ach, Merhojet. So, und von dort aus dürfte es jetzt auch nicht mehr allzu weit sein. Zu Timmy. Weit mal in diese Richtung. So grob. Ein Krämer haben wir entdeckt. Ja. Krämer, eigentlich eine ziemlich geile Bezeichnung für so einen Lebensmittelhändler, ne? Finde ich irgendwie geil. Warum benutzt man das heutzutage nicht mehr? Oh, ein Sühnerkreuz. Ütsch. Handbremse rein. Ütsch. So, absteigen. Hier, lesen. Zack. Matthew Davidson. Na denn. Ja. Wollen wir mal weiter. Sollen wir mal gucken. Da unten ist der Hof, wo Timmy sich rumtreibt. Dann reiten wir doch mal hier durchs Geäst. Nee, das klingt mir zu sehr nach Falle. Kannst du voll haken, Digga. Ja, ich mach grad so gar keinen Bock drauf. So. Dann schauen wir doch mal. Hier nicht einen Timmy finden können. So, steigen wir hier mal ab. Der hält sich wohl hier in der Scheune auf, oder was? Ah ne, nicht Schwert. Fackel bitte. Danke. Wer the heck ist Timmy? Bist du Timmy? Ja, das ist Timmy. Ach komm, ich lass die Fackel an. Hey Timmy, wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Okay. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Ach, komm, sehe ich wie ein Halbschneider aus, komm. Sehe ich etwa wie einer aus, der aus Spaß Schwachköpfe jagt? Nee, tust du wohl nicht. Aber ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern.
Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst mit einer Riesenbuche. Oder war es eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Oh Mann. Ich verrate dich nicht. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Naja, wenigstens ist er ehrlich, ne? Das muss man nicht mehr mal lassen. Aber die Wegbeschreibung war jetzt schon echt ein Knaller, muss ich ja mal sagen. Also, das war nicht schlecht. Ja, was ist denn das für ein Pferd? Das Pferd ansehen, ist es besser als meins? Anderes Pferd? Ist es schneller? Ist es mutiger? Hat mehr Ausdauer? It's free real estate. Also, ja, nehmen wir jetzt mal mit, ne? Das nehme ich doch einfach mal mit, das Pferd. Tüdelü, tata. So, okay. Wir haben jetzt die Info bekommen von Timmy. Das ist gut. Und jetzt können wir was tun? Ach, der ist sogar hier, der Herr Ratzig. Guck mal, in Meriet. Mensch, das ist ja hier gleich um die Ecke sogar, wo der ist. Dann reiten wir doch da mal direkt hin und sagen ihm das, was hier Phase ist. Uiuiui, da fliegst du ja schon halb mit dem Gaul. Das entdeckt Lager. Ja, Grüße. Dann mal schauen, wo der Herr Ratzig sich hier rumtreibt. Irgendwo hier rechts rüber. Mal lang. Da. Ach, da sitzt er. Da sitzt er, der alte Baggerlud. Dann wollen wir mal runter. Kampfplatz gibt's ja auch. Mensch. Dann quatschen wir mal mit ihm. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Thallenberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Ich versuche es. Natürlich, Herr. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer.
Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Lebe wohl. Ja, umgehend und umgehend, ne? Das ist ein weit gefasster Begriff. Aber da konnten wir noch mehr quatschen. Genau, wir können mal hier Pfarrer quatschen. Ich war ein U-Schütze und der Pfarrer dort ist äußerst seltsam. Er kann ein Schwert führen. Weißt du etwas über ihn, Herr? Godwin? Ja, ein faszinierender Bursche. Er ist der jüngste Sohn eines der Herren von Kuttenberg. Er wurde in die Klosterschule geschickt, um Pfarrer zu werden, wie für den jüngsten Sohn üblich. Aber er fand keinen Gefallen daran. Also wanderte er nach seinem Studium umher, anstatt in seine Gemeinde zu gehen. Er hatte wohl ein recht aufregendes Leben. Eines Tages kam er zurück und ließ sich nieder. Hanusch weiß sicher mehr über ihn. Und es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung? Mal gucken. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Ich begab mich nach Uschitze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und zeugenlos zu werden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz' Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sacker! Sonst noch etwas? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Okay, jetzt haben wir ihm wirklich alles erzählt, was geht. So. Aufsitzen und stehlen, das Pferd ansehen. Kann ich das jetzt nicht durch meins austauschen? Wohl nicht, wa? Naja, gut, sei es drum. Aber trotzdem nehmen wir das jetzt erstmal mit. Bei Mehrhojet werden wir jetzt auch noch gesucht. Wegen Diebstahl und so wahrscheinlich, ne? Doof. Ja, egal. Ja, aber das Holzfällerlager machen wir jetzt nicht. Wir reiten mal nach Uschitze. Und holen mal den anderen Gaul ab. Fliehen? Hey, ist er du! Rühr dich nicht von der Stelle! Ja, ist ja gut. Ich steig ab. Wir sammeln! Ja. Ich geb schon auf. Alles gut, Leute. Entspannt euch. Spiel nicht den Unschuldigen. Wir beide wissen, dass du es warst. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Okay. 70? Damit kann ich eigentlich leben, ne? Komm, 70 Groschen hier. Ach, was kann ich schon tun? Bitte sehr. Also gut. Sieh zu, dass das nicht... Gib mir die gestohlenen Sachen und... Jetzt darf ich nicht aufs Pferd aufsitzen, wa? Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Ach Mensch, ja. Doof. Mein Gaul steht jetzt sonst wo, ne? Aber ich glaube, ich kann ja... hatte ja die Hoffnung, dass ich jetzt hier leicht an ein neues Pferd komme. Aber gut, so einfach ist es dann doch nicht. Aber ich glaube, ich kann das auch. Bei Fußköter? Ja, okay. Aber ich wollte eigentlich gerne mein Pferd. Fuß? Kann ich mein Pferd nicht irgendwie rufen? Das kann ich doch bestimmt irgendwie auch, oder? 2000 Jahre später. Ach, das ist doch Mist. Jetzt muss ich echt zurückrennen und mein Pferd holen, wa? Scheiße. Das wäre jetzt so einfach gewesen. Naja gut, jeder Gang macht schlank. Ein schneller Gang macht schneller schlank. Ich spule das für euch vor, damit es nicht so lang dauert. Dann bis gleich. So, jetzt sind wir wieder beim Gaul. Dann können wir jetzt einmal auch hier nach Uschitze rüberreiten. Per Schnellreise. Pilger... Oh, nee, den ignoriere ich. Gar nichts. Kein Bock gerade drauf. Jo, einmal quer durch Thalmberg durch. Dass überhaupt noch zeitig genug ist. Wird das noch schaffen? Da das Pferdchen abzuholen?
Oha, das wird schon langsam dunkel. Ah. Wollen wir mal schauen. Wollen wir doch mal sehen. Wo müssen wir denn hin? So, da unten zu Charlie müssen wir. Dann gucken wir doch mal. Charlie. Bravo. Charlie, Charlie, Charlie. Da ist Charlie. Da müssen wir hin. So, dann wollen wir doch mal dahin. In die Richtung reiten erstmal. So grob. Ja. Ich finde das ja schon ein bisschen merkwürdig, dass die Gattin des Fürsten von Thallenberg da uns da losschickt, diesen Kram zu besorgen für sie. Aber die hat ja sowieso schon mal so den Eindruck gemacht, dass er so ein Auge auf Heinrich geworfen hat. Deswegen, mal gucken, wohin das noch führt, das Ganze. So, sind wir jetzt schon gleich da? Ja. Hier tatsächlich, irgendwo muss es sein. Dann holen wir hier die Fackel raus. Sehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Sind schon alle drinnen, wa? Oder? Fast so aus. Ach Mensch, wird das doch nichts mehr heute. Im heutigen Tage. Nehmen wir mal ab. Zu mir. Ja, ich möchte aber absteigen trotzdem. So. Da sagt er jetzt bestimmt Schlossknacken, oder? Ja, Schlossknacken sehr leicht. Verflucht, es ist schon zu spät. Naja, gut. Dann machen wir das halt am nächsten Tag. Dann reiten wir jetzt zurück zur Taverne. Und holen uns da dann halt einfach nochmal so einen Schlafplatz. Und dann quatschen wir da nochmal mit denen. Oder was, würde ich jetzt mal sagen. Was wollen wir hier? Ja, den Schimmel sollen wir abholen. Ach, Herr Jemine. Aber wir können ja eigentlich auch hier Schnellreise machen. So, ein bisschen fixer. Ach, jetzt sind wir schon des Nachts. So. Bin ich jetzt hier direkt schon bei der Taverne? Das ist ja auch finster wie im Bärenarsch, ne? Du siehst echt gar nichts. Das hier sieht nach Taverne aus. So. So, dann wollen wir nochmal absteigen. Und dann, Amigo, hätte ich gerne. Beweg dich mal. Hätte ich hier gerne so ein Bett. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ja, das hoffe ich auch. Hätte gern Schlafplatz. Hier irgendwo schlafen. Da lässt sich sicher etwas für wie lange? Für eine Nacht. Nur die komm. Eine Nacht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Das sind schlimme Zeiten. Ah ja, klar. Aber hier wird gefeilscht auch. Das ist ziemlich viel. Ich gebe dir 1,60. Was sagst du dazu? Du bist ein Knauser. Das stimmt. Ich bin knauserig. Oha, damit habe ich ihn aber schon ordentlich verärgert. Na komm, dann 1,80. Dir wird's hier gefallen. Na denn. Ja gut. Gespräch beenden. Fein. Okay, wo ist denn unser Bett? Ach ja, der Schankraum. Gute Erinnerung, gute Erinnerung. Ist das denn nicht auch die Schankmaid, mit der wir ein bisschen Spaß hatten? Guten Abend. Ja, guten Abend. Wo ist mein Bett? Wo soll ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Dort stehen dein Bett und eine Kiste für deine Sachen. Okay. Dann viel Glück. Leiter, Dachboden, krieg ich hin. Gleich hinter dem Eingang? Ist doch der Eingang, oder nicht? Ah, da, guck mal, hier ist die Leiter. Dann ruf da. Zack. Und, ach, guck mal, hier ist sogar ein Bett. Das nehmen wir doch. Dann doch lieber ins Bett, wenn ich mir das aussuchen kann. Vor uns da auf den Boden hauen. Und dann bis zum nächsten Tag, ne? So, hier bis morgens um 6, das sollte wohl reichen. Sattheit geht langsam runter. Könnten langsam was zu beißen vertragen. Aber schauen. Ja, dieses Rataya-Turnier. Irgendwann. Wenn man vielleicht ein wenig besser ist, dann ja, aber nicht jetzt. Da liegt ein Burger zum Pennen. Ein Burger. Und dann machen wir uns hier mal runter. Da liegt die Schankmaid zum Pennen. Ah. Mal so. Der Wirt liegt da. Okay. Na gut. Oha, die Kirchenglocken gehen auch gerade. Na denn.
Na denn, wollen wir da nochmal aufsitzen? Auf dem Gaul. Ah, jetzt sieht die Welt auch gleich wieder ganz anders aus. Man sieht auch was. So, und dann wollen wir hier wieder zum Checkpoint Charlie. Mal gucken mit dem Schimmel. Dass wir hier jetzt nochmal schnell lang geritten kommen. Ah, geht die Sonne wieder auf. Sehr schön. Sehr schön. Sieht schon echt gut aus eigentlich. Also dafür, dass das Spiel jetzt schon 5 Jahre alt ist, muss ich sagen. Das sieht schon nicht verkehrt aus. So. Hier muss es doch dann gleich irgendwo sein. Dumpidumpidum. Irgendwo hier auf der Ecke war das doch. Hier so, oder? Ja. Mein Gott, sind die immer noch nicht hoch. Das gibt's ja gar nicht. Leute, wie soll ich denn so ein Pferd abholen? Mann, Mann, Mann. Ach, dann setzen wir uns wohl erstmal. Und warten jetzt nochmal kurz. Eine Stunde warte ich noch. Komm. Der Hoffnung, dass die da... Ah, guck mal, da droppen die direkt vom Boden. Und werden auch mal wach. Perfekt. Ah, Mädchen, geh mir aus der Sonne. So, hier. Willibald. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Digga, ich soll ein Pferd abholen. Übung? Was? Übung? Reiten? Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Anfänger, komm. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Falschen. Ich will falschen. Nicht etwas. Ich gebe dir maximal 50. Komm. Ist das genug? Ein schlechtes Angebot. Ey, das war wohl schon zu viel, wa? Na komm, 53? Einverstanden. Na bitte. Hör gut zu. Reiten verbessert. Yay. Fein. Aber ich dachte, ich muss mit Willibald auch quatschen hier wegen Dingenskirchen. Aber nee, wohl noch nicht. Aber dann spreche ich ihn direkt nochmal an. Können wir schon Stufe 5? Selbstverständlich. Mal gucken. Stufe 5? Ich möchte über... Willst du nicht zuerst die Gruppe... Okay, kann ich noch nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Ich denke... Sprich beenden. Gut. Das haben wir. Schon ein bisschen besserer Reiter wieder. Auch nicht schlecht. Aber C hat sich jetzt hier gerade verändert. Mal gucken. Also, es war nicht Willibald, den wir suchen, sondern jemand anders. Mal schauen hier. Irgendwo. Ist Willibald wohl nicht der Chef? Der Chef muss sich hier irgendwo rumtreiben. Mal umsteigen. Mal schauen. Hallo. Da steht ja noch einer, hier im Dunkeln, meine Güte. Guten Tag. Ja, grüß dich. Ich kann nicht helfen. Ich soll... Ich suche den Stallmeister? Ich suche den hiesigen Stallmeister. Du hast ihn gefunden. Na bitte. Was kann ich für dich tun? Herrin Stefanie von Thalmberg schickt mich. Sie sagt, du hast ihr ein Pferd für sie. Ja, richtig. Kämmerer Dietrich sagte, dass jemand vorbeikommt. Der Hengst ist hier, aber er ist schwierig. Dieses Mistviech lässt sich ohne weiteres einen Sattel auflegen und ist an der Leine lammfromm. Doch sobald du aufsitzt, dreht es völlig durch. Ah, was soll ich tun? Das Pferd soll zur Hochzeit einer Edelfrau vorgeführt werden. Es wäre kaum angebracht, wenn es mitten im Fest seinen Reiter abwirft. Was schlägst du also vor? Frag am besten Willibald. Aus irgendeinem Grund hört der Gaul auf ihn. Dann nimm ihn mit. Dietrich hat alles vorbereitet. Aha, also jetzt doch wieder zurück zu Willibald. Na denn, suchen wir uns mal schnell den Willibald. Ich muss doch hier irgendwo rumspringen. Willi, wo bist du? Ups, rüber hier. Wo ist er? C? Ne, das ist der Schimmel wahrscheinlich, den wir mitnehmen sollen. Okay. Und wo ist Willibald? Gucken wir mal hier kurz auf die Map. Wir brauchen hier den Punkt Delta. Sprich mit Willibald. Okay. Die... Oh Gott, ich häng fest. Oh Gott. Mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich hab gedacht, ich komm da nie wieder raus. So. Ist er denn doch hier drin, oder was? Muss er fast. Die? Da sitzt er. Willibald, hier. Digga. Ich hörte, du kommst gut mit dem Pferd zurecht, das alle anderen abwirft. Ja, so ist es wohl. Und wie machst du das? Wie beruhigst du das Tier? Ich bin gut zu ihm. Inwiefern? Hör zu, Willibald. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Du musst mir sagen, wie man den Hengst beruhigt. Herrin Stefanie? Tja. Du kennst sie also?
Sie ist ein guter Mensch. Hat schon mal mit mir geredet. Ich kenne sie auch und zu mir ist sie auch freundlich. Hilfst du mir mit dem Pferd? Du musst ihm sein Lieblingslied vorsingen. Und wie geht dieses Lied? Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich ihr zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Das ist interessant. Ich weiß, das ist komisch, aber er mag es. Hab Dank, Willibald. Oh, dang. Jetzt müssen wir auch noch für Pferde singen, oder was? Mann, 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 da. Ja, na denn, probieren wir es mal, wa? Aufsitzen. Na, Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zu weilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich jetzt zeigen? Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerfen? Hehe, boah. Ah, wie geil. Muss er echt für den Gaul singen. Finde ich gut. Aber wir reisen schnell nach Thymberg. Das geht hoffentlich. Unfallfrei. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Perfekt. Dann können wir zumindest den Schimmel hier noch abgeben, wenn wir schon mal auf der Ecke sind. Ach, guck mal, jetzt hat Reiten sogar eine neue Stufe. Jetzt sind wir bestimmt auf Stufe 5. So ein Mist. Jetzt, wenn wir gleich noch hätten mehr lernen können. Naja, egal. Egal, was soll's. So, wo soll ich den denn hinbringen hier? Schimmel für Herrin Stefanie. Danke, Heinrich. Ja, kein Ding. So, da ist er. Pferd ist schon mal da. Okay, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir denn das Let's Play für heute. Ich glaube, dann in der nächsten Episode kümmern wir uns dann mal darum, dass wir dann hier den Rest noch besorgen. Den Wein hier, das sollte ja relativ easy sein. Partei beim Händler. Aber das andere hier, das Diadem, beim Meisterbetrieb in Sasau, da könnt ihr euch vorstellen, dass das noch wieder ein bisschen stressig wird. Aber egal, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und wenn ihr das gerne sehen möchtet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Episode dann wiedersehen. Und bis dahin bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als euch noch einen granatenstarken Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.